Modern the Timex hier. Heute haben wir was sehr Geiles vor. Und zwar gibt es die neue Challenge, die ultra krass ist. Modern the Timex hier. Heute haben wir was sehr Geiles vor. Und zwar gibt es die neue Challenge, die ultra krass ist. Hier erstmal mit dem epischen Buch auch wieder. Es geht so geil voran auf dem Free-to-Play-Account. Ich brauche nur noch 3 E-Giants, damit er maxed ist. Mutterhex ist auch knapp. Mega-Minion ist schon. Ich habe noch ein Buch für die seltenen Karten. Gleich kommt noch ein Buch für die epische Karten. Das werde ich einsetzen, wenn die Skami von auf 13 ist. Und dann bringe ich sie instant 14. Und dann kommt ja bald noch die Challenge. Die Challenge ist der Wahnsinn. Da kommt noch mit den gewöhnlichen. Ich weiß gar nicht, wofür ich das einsetzen soll. Naja, auf jeden Fall sowohl Pay-to-Win als auch Free-to-Play. Unfassbar geil. Abonniert gerne den Kanal für die geilsten Challenges, Highlights, Updates und so weiter. Clash Mini soll auch sehr bald kommen. Und wenn ihr das Ganze... Oh mein Gott. Wenn ihr das Ganze supporten wollt, könnt ihr hier unten vollkommen kostenlos einen Creator-Code eintragen. Der hält 7 Tage, kostet euch gar nichts und ist unfassbar geiler Support. Vielen, vielen Dank da an jeden Einzelnen. Achso, ich spiele gegen Reapers. Wenn ich gewinne, muss er mir 5 Subgifts geben. Wenn ich verliere, muss ich ihm 10 geben, weil ich werde von Bigspin gecoacht. Aber Reapers ist ein bisschen besserer Spieler. Sein Trophäenrekord ist 300 höher als meiner. Ich kaufe mir die Mutterhexe, da rede ich, also da diskutiere ich gar nicht. Nein, 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 nein. Lost, du hast doch nicht mal, du hast dann doch nicht mal genug Gold. Du hast nur 190k, du kannst doch nicht mal E-Giant, fehlen dir 3 Mutterhexe. Fehlen dir 2. Wenn du die jetzt kaufst, hast du nicht mehr genug Gold, sie bald zu upgraden. Das ist ultra dumm. Kauf sie bitte nicht und du hast eh bald die Mutterhexe. Du hast eh keine andere legendäre Karte in deinem Deck. Okay, Bixman coacht mich und Reapers geht ein Channel weiter runter. Was? Ja. Wenn du ready bist, dann mach. Ich bin ready. Ich bin drin. Also, das Deck ist super nice. Du spielst einfach den Gegner im Grunde Boden. Spiel jetzt hier den Royal Ghost Brücke. Royal Ghost ist super nice, weil der Gegner muss da tendenziell was Unkomfortables rein. Wenn der Queen spielt, likest du einfach. Okay, dann spiel jetzt da gleich eine Bandite hinten. Bandite hinten. Deine Hälfte ganz hinten in den Turm. Genau. Oh nein, auf den Prinz Max, hello. Mann! Okay, Mega Ritter. Spiel den E-Spirit rein. Oh ja, musst jetzt machen. Musst jetzt machen. Passt, er hat die Dings noch gesetzt. Ist okay. Aber bitte das nächste Mal den Prinz einfach die Banditin so setzen, dass sie in den Prinz charge. Dann kriegt die Banditin keinen Charge, aber der Prinz stirbt einfach. Da würde ich Lightning draufhauen. Ja, jetzt nicht mehr. Okay, insgesamt weiß ich das jetzt. Gut. Groß Rechtsbrücke. Wann kommt die Widerreiterin ins Spiel? Gleich. Ja, ich spiele jetzt deine Queen hinten rechts. Banditin, Banditin, Banditin. Ich hab beides jetzt so auf gut Nummer sicher. Fand ich sogar irgendwie noch geiler irgendwie. Ja, hat nichts gemacht, aber passt schon. Zünden. Lightning, 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 Lightning. Warte kurz. Jetzt Lightning, jetzt hier. Nice. Darf ich ihn die Emote senden? Den Bohrer? Ja, das kannst du den Bohrer senden. Der Bohrer ist so ein absolutes Rollo-Emote. Muss nichts weiter einsetzen, nichts weiter. Zünden. Bubble. Gut. Ja, nice. Elektrogeist dazu. Ja, kannst du machen. Gutes Game, Max. Sehr schön. Alter, okay, das ist ja irgendwie ein mächtiges das Deck, ne? Ah, gut. Du hast gewonnen. Sauber. Jetzt kannst du basically da wieder Like draufhauen. Ja. Boah, das Deck ist, glaube ich, einfach stark, ne? Das Deck ist stark, na klar. Vor allen Dingen, weil es halt gut gegen die Boogie Queen ist und die ist ja Challenge in jedem Deck. Okay, fett. So, Reapers, wir haben gewonnen. Ja, meine hast sofort aufgegeben. Aber ich Was? Bin halt Public Game aufgegeben. Zünden? Wir sind jetzt die gezündet. Ja, wusste ich nicht. Ich dachte irgendwie, also gegen Minions kommt ihr gar nicht so gut klar, ne? Nee, die ist gegen Minions scheiße. Also gegen Horde. Okay. Man überlebt. Oh, die Banditen auch! Wichtig. Ja, der Ace wird jetzt getankt, Mobuch. Ja. Coole Taktik. So low, der Typ, ne? Scheiße einfach. Hm, du weißt gar nicht, was er da macht. Aber wenn er sie so setzt, kann ich ja perfekt so. Boah, der Royal Ghost hat aber auch echt gerade rumgedümpelt, ja, ne? Ja, manchmal scheiße, ja. Ach, Tommy hat getroffen. Alter, trotzdem Max. Cool. Aber war geil, dass ich Bandite nicht sofort gesetzt habe, weil ich die Lightning setzen wollte, ne? War das nicht cool auch? Okay. Ich stempel es also als sehr guten Play ab. Weil das könnte halt reichen, ne? Wenn er nichts macht. Nee, boom, Tom. Er ist so lost. Warum versucht er damit durchzukommen? Das ist ja so schlecht. Hilfe. Was? Seine zweite Nachricht ist, Musik, bitte ein bisschen leiser. Sehr gut. Alright. Zweiter Gegner bei mir wieder AFK gegangen. Keine Ahnung. Was ist. Ich bin jetzt 3-0. Und noch ein Elektrogeist, wenn da schon so ein großer Push ist. Ja. Schon mal gut.
Ist auf jeden Fall der Turm trotzdem. Ist richtig. Guck mal, die Queen, die geht einfach drauf von der Widerreiterin. Oh, nein, die ist schon tot. Ich wollte sie töten, eher, dass sie mit einer P überlebt, dass sie wieder zünden kann oder so ein Scheiß. Brücke bringen, mal die Brücke. Also so, dass sie charged. Hättest du die direkt Brücke gesetzt, hättest du noch Turmschaden durch die Bandite bekommen, weil der Gegner wäre überfordert gewesen. Ah, weil sie also zweimal jumpt. Ja, genau. Jetzt zünden. Boah. Ja. Lightning, und das war's. Nicht rausbekommen. Einfach gezündet, scheiß drauf. Oh mein Gott, Junge. Die sie einfach tot haben. Ich glaube, du hast gewonnen. Das sieht sehr gut aus. Ich glaube auch. Was? Was ist das? Sauber. Reapers? Eins verloren. Du hast auch eins verloren? Ja. Ich auch. Gleich. Unentschieden. Alter, das ist spannend. Das Mirror-Match ist sau schwer, Alter. Ich hatte was noch Schlimmeres als Mirror-Match. Das ist das Deck. Okay. Das ist das Deck, ja. Jetzt dürfen wir nicht verlieren, wir brauchen das Gold und das Emote. Wir haben beide eine Niederlage. Wer zuerst drei Niederlagen hat, hat verloren. Du bekommst 10 Subgifts, ich 5. Bist du bereit? Ich bin drin. Ich wollte abbrechen gerade noch, aber... Nice. Ui, so einer! Ey, das ist so scheiße, Mann. So einer ist das also. Was? Wo ist das hier? Ja, aufgeben, cool. Einfach kein Ghostbrook oder so. Sicher, dass er aufgegeben hat? Ja, ja. Ey, er hat den King gefreezed, hä? Vielleicht ist das eine Comeback-Taktik so mäßig, weißt du? So, ja klar. Wenn du mit Queen Brücke reingehst, dann holt die den T-Drop. Also, das ist ein Legend Play. Damit brechen wir ihn. So, gewonnen. Free Crown. Ja, hey, was war bei dir los? Ja, kompletter Lurchgegner. Sauber, Alter, das Gold. Also ach du Scheiße! Treffen würdest, ne? Was war das denn? Ich wollte beides treffen, hab nichts getroffen. Ja, er ist aber auch scheiße. Spiel die Queen in seine Queen und mach sie direkt unsichtbar. Bitte, jetzt, jetzt, jetzt mach's nicht, Kuma! Unsichtbar machen. Ist gezündet, ne? Wann geht denn hier hin? Charge die? Nur scheiße. Okay, nun. Widerreiterin defensiv. Da hat er sowas gesetzt. Ich bin Widerreiterin echt schwach bewandert. Aber passt, sauber. Die scheiß Elektrik, guck mal, dieser Mist holt einfach meinen Turm, what the fuck? Ja. Jetzt unsichtbar. Okay, passt auch. Voll dumm von ihm, oder? Ja, er spielt komplett scheiße, Mann. Der hätte dich nach dem Lightning Mist, hätte ich viel kommen müssen. Ja. Oh, connected, geil. Lightning. Turbo Lightning. Und wieder Reiterin. Alter, wie wir ihn unter Druck setzen, lol. Ja, der Gegner ist aber auch wirklich eine Fluppe, Mann, also. Ja, korrekt. Da kannst du mir nichts erzählen. Let's go! Mann. Let's go, 3 Crown. Ja, hast du das noch gewonnen? Du lagst 1-0 hinten. Was? Der war shit, der Gegner. Ein Misplay. Der war echt schwach, also wirklich. Der war richtig schwach. Ja, reicht nicht ganz, glaube ich, oder? Ja, wird eng. Also, ich werde chargen. Mm. Ist aber okay. Gegner muss darauf seinen Mega-Ritter spielen. Das reicht eigentlich nicht. Ah, okay. Oh, smart. Spiel deine Banditin rein. Lightning? Okay, jetzt nicht, ja, kannst du machen, okay. Aber eigentlich wäre hier auch wieder Reiterin der Play-to-go gewesen. Mit allem. Diesmal soll sie nicht connecten. Alles gesetzt. Muss nur so früh wie möglich kommen, die Widerreiterin. Krass, die sich gegenseitig auseinandernehmen. Was? Das war's echt? Ach, ich dachte echt, wir gehen Verlängerung und alles. Nein. Alter! Wir haben einfach, der war einfach besser. Der war einfach besser und hat trotzdem verloren. Wie geil. Wieso war er besser? Hä? Wir haben ihn überrascht. Wir haben ihn überrascht. Pass mal auf. Super Elektro-Geist. Alles connected. Guck mal, er lebt noch. Geiler Freeze. Gut, sehr gut. Wir haben beide eine Niederlage einfach. Ja, aber in der Challenge stehen wir beide 4-0. Nee, hier habe ich meinen. Reapers hat eine Niederlage. Ach, hier hast du in dieser Challenge eine Niederlage? Dann stehen wir, was, wie viel gab's denn da? Wie viele Matches? Dann stehen wir beide 9-1. Verstehe. Ich muss jetzt mein letztes Game machen. Bin drinne. Okay, soll ich warten? Das nee, geh rein. Ist gut, wenn er vorlegt. Da kannst du mir gerade drauf spielen, genau. Perfekt. Cool. Klappen, nice. Das ist jetzt schon richtig nice für dich. Zünden? Klar, immer zünden, hä? Ey, zu spät! Wieso? Ja, du musst immer zünden. Ey! Eine League City Scheiße, Mann! Mann! Die Brücke? Welche Brücke? Links? Links, ja. Guck dir das an.
Ey, das ist die brokenste Fähigkeit, die es jemals im Testspiel gab. Oder generell, also die brokenste Elixier- und Linksverhältnis. Und du denkst, du musst es dir schon aufsparen. Gefühlt musst du die Karte, setzt du die Karte mit der Zündung. Oh, hat er das verkackt. Tötet den Dartgob. Wenn er eine Queen setzt, hat er ein Riesenproblem. Der hat ja gar nichts gegen die Widerreiterin, ne? Hat der ein Lightning wenigstens? Das kann ich dir sagen, ich schätze. Oh. Jetzt zünden. Wenn er jetzt eine Queen setzt, dann war's das mit ihm. Mann, er setzt seine Queen nicht, der Assi. Nee, der kennt die Karte nicht. Du zündest sie nicht, was schon schlimm genug ist, aber er spielt sie nicht mal. Ja, das ist tausendmal schlimmer. Das oh Gott, und dann spielt er sie so dreckig. Also das war ja wirklich... Einfach alles tot, der Typ, ey. Connecte, connecte, connecte. Boom. Let's go, sehr schön. Der war ja sehr, sehr geil. So, Rimpas, wie sieht's aus? Ich hab gewonnen, tatsächlich. Scheiße, da muss ich jetzt gewinnen, sonst muss ich dir 10 Subgifts geben. Ich bin unentschieden, ich bin fein raus, tatsächlich. Ja, du bist fein raus. Scheiße, Alter. Bitte verkack jetzt nicht, Max, bitte tu mir nicht. Du darfst es nicht verkacken. Don't hate the player, hate the coach. Ich guck zu, aber ich bin leise, ja? Okay. So, absolut. Er lacht. Freudenspruch. Er spielt den Ghost Party, er gibt mir einen Free Win. Rimpas? Wie findest du das? Weißt du nicht? Übergeworfen, ach Digga. Free-Win. Free-Win habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Ach, scheiße. Nee, er spielt auf einmal. Nein, er spielt nicht, hä? Ajo, am besten spielt er jetzt. Zünden. Bam, 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 bam. Ich bin so satisfying mit ihrer Ult, ohne Scheiße. Ja, übertrieben. Du warst halt auch einfach mega Ritter hinten platziert, er platziert, platziert Mecker hinten. Ja, das ist geil. Total. Gutes Spiel. Alter. Morgen ist, in 6 Tagen so. Ist das nächste nochmal, ne? Einfordern. Ey, lass direkt Revanche sagen. Sag mal, dann müssen wir die Revanche der Dings machen. Doppelt. Machen wir. Stechen in der Challenge doppelt. Ich krieg 10 Subgifts von dir, du von mir 20. Okay, wow. Doppelt ist Stechen, immer. Hilft dir Bixman dann da auch oder was? Oder kannst du das ja, klar. Alleine? Ja, das ist die Regel. Bixman hilft und du bist allein. Du hast 300 Trophäenrekord mehr als ich als Rekord.